Das ist die Maske, die Melvin Niffler im Spiel gegen den Schlittschuhclub Bern wird tragen. Und die Maske ist kreiert worden von der 45er-Bewegung. Es war ein Wettbewerb. Du hast eine Maske ausgelesen, die du die ganze Saison spielst, plus eben die. Was bedeutet dir die Maske, die du trägst gegen den SCB? Also eigentlich der Grund, warum diese Maske nur einmal gespielt wird, ist die Folge, dass ich all meine Masken behalte. Und ich einfach finde, wenn unsere Kurve so eine coole Maske macht, dann sollen sie auch bekommen. Und das war eigentlich die Idee gewesen. Und die Zusammenarbeit mit unseren Fans, das wissen wir, die ist extrem gross. Und ja, es ist so wie eine kleine Liebe. Sie sind unser Herz vom Club. Und dass ich die tragen darf mit all ihren Emblemen drauf, ist natürlich eine Riesenfreude für mich. Ja. Bist du selber eigentlich, als du klein warst, bist auch Fan von etwas oder von einem Team? Ja gut, ich bin natürlich einfach Hockey-versessen schon immer. Und dann bei jensten verschiedenen Clubs gespielt, wo ich Fan war, wo ich ja, jetzt darf ich nicht erwähnen. Aber unterdessen, ich meine, der grösste Fan bin ich von Rappi selber. Und ja, ich liebe den Club und ich glaube, so dürfen sie auch sein, das machen. Ja. Was ist denn deine Beziehung zu den Kurven von Rappi? Ja, es ist sehr extrem. Oder? Ich habe schon in ein paar Vereinen gespielt, wo man keine Ahnung hat, wer da eigentlich genau dahinter steht. Und dann bin ich jetzt seit 8 Jahren in Rappi und kenne die Leute persönlich. Wenn ich sie in der Stadt sehe oder irgendwo, dann redet man 5-6 Minuten miteinander. Und es ist einfach so eine Familie. Und es ist extrem etwas Schönes, dass man so als Club den Zusammenhalt hat, auch mit den Fans. Ja. Was macht denn unsere Kurve aus? Ja, das ist die Passion, die sie an den Tag legen. Das ist unglaublich. Das sind Leute dahinter, die leben für den Club genauso wie wir das Spieler machen oder auch viele andere in dem Club. Ich meine, die Choreos, die wir haben, die sind einzigartig zum Beispiel. Ich denke, das Zusammenspiel zwischen Club und Fans oder auch Club, Fans, Spieler ist in unserem Club einfach unglaublich eng und das kann man nicht vergleichen mit anderen Clubs. Ich glaube, das ist das, was für mich am meisten auszeichnet. Und sie ist rot. Ich meine, das gibt es sonst nie, oder? Die meisten Kurven sind schwarz. Sehr speziell. Du hast über Choreos geredet. Wie nehmt ihr die eigentlich wahr als Spieler? Ja, bei mir ist auch das Problem, dass ich den Rücken zu den Choreos habe, jetzt momentan. Aber ich meine, wir haben schon Choreos gehabt, wo das ganze Stadion involviert war. Und ja, da läuft es einfach einmal kalt den Rücken ab. Das ist ganz klar. Und es ist ein schönes Gefühl. Und wenn alle mitmachen, eben der Zusammenhalt, der stärkt einfach auch. Jetzt die Maske trägst du gegen den SCB, das haben wir gesagt. Was passiert dann mit dieser Maske nach dem Match? Ja, nach dem Match wird sie am Jan übergeben, am Capo. Und ich hoffe, sie kommt ins Fanlokal. Vielleicht trägt er sie auch nachher noch im Ausgang, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach zugunsten von ihnen und ich hoffe, wir als Club haben ihnen können Freude machen mit dieser Maske. Gut, das sind wir fast sicher, dass das so ist. Das ist also der Melvin Niffler im Spiel gegen den SCB mit dieser Maske.